Der Neckar teilt die Stadt und auch die Universität Heidelberg in zwei Teile. Die Altstadt und Bergheim mit den Geistes- und Sozialwissenschaften und das Neuenheimer Feld mit den Naturwissenschaften und der Medizin. Das Ziel des Zukunftskonzepts der Universität ist es, Brücken zu bauen. Auf der Grundlage hervorragender fachlicher Leistungen sollen im interdisziplinären Zusammenwirken Antworten auf die großen Fragen von Mensch und Umwelt gefunden werden. Seit ihrer Gründung 1386 definiert dieser Anspruch das wissenschaftliche Selbstverständnis in Heidelberg. Nicht umsonst ist das Motto der ältesten Universität Deutschlands Semper Apertus, stets offen. Die Ruperto Carola verbindet als Volluniversität schon immer traditionelle Werte mit zukunftsweisenden Konzepten in Forschung und Lehre. Die Volluniversität heißt, dass wir seit unserer Gründung eine Universität sind, in der verschiedene Fächer, in der verschiedene Disziplinen, auch disziplinäre Kulturen zusammenarbeiten zum Wohle der Forschung und dabei neue Ideen entwickeln, gerade in den Überschneidungsfächern zwischen den verschiedenen Fachkulturen. Herausragendes Beispiel für den Brückenschlag zwischen den verschiedenen Disziplinen ist das Marsilius-Kolleg. Benannt nach dem ersten Rektor der Universität steht es heute für einen zentralen Teil des Heidelberger Zukunftskonzepts. Die Idee ist, dass wir auf diese Weise versuchen wollen, die Einheit der Wissenschaften wiederherzustellen. Sie ist verloren gegangen durch die hohe Spezialisierung der Disziplinen. Es gibt darüber hinaus die Notwendigkeit, insbesondere naturwissenschaftliche Entwicklungen mit den geisteswissenschaftlichen Entwicklungen stärker zu verknüpfen, als das normalerweise üblich ist. Und dafür ist diese Institution eingerichtet. Professor Ulrich Platt ist einer der am Marsilius-Kolleg beteiligten Wissenschaftler. Zusammen mit Kollegen hat der Umweltphysiker ein fächerübergreifendes Forschungsprojekt über Strategien für den Umgang mit dem globalen Klimawandel entwickelt. Rund 600.000 Euro stehen dafür in den nächsten 3 Jahren zur Verfügung. Das Besondere ist, dass ich nicht allein als Physiker mich um das Klima kümmere, beziehungsweise meine Physikerkollegen sich ums Klima kümmern, sondern dass wir ein interdisziplinäres Forschungsprojekt haben, in dem auch Juristen, Ökonomen bis hin zu Psychologen beteiligt sind. Interdisziplinäre Brückenschläge sind auch Thema der transkulturellen Studien, einer zweiten Säule des Zukunftskonzepts. Dazu wurden in den Geisteswissenschaften Nachwuchsgruppen eingerichtet, in denen Wissenschaftler über Epochen und Disziplinen hinweg zusammenarbeiten. Wie die Historikerin Claudia Brosseder und der Informatiker Björn Ommer. Brosseder ist Leiterin der Arbeitsgruppe Dialog der Kulturen in den Anden und untersucht zusammen mit Historikern, Archäologen und Ethnologen, wie sich europäische und südamerikanische Kulturen begegnen und beeinflussen. Was aber spannend ist, das zum Beispiel ein Bild aus dem 18. Jahrhundert. Also ich untersuche das Symbol der Kröte und hier im archäologischen Kontext bei der Mocho-Kultur sieht man eben, dass die Kröte ein Symbol für Fruchtbarkeit war. Und hier im Kontext der Kolonialzeitlichen im 16. Jahrhundert ist die Kröte das Symbol für den Teufel. Und da kann ich eben sehen, wie hat sich der Symbolgehalt von Objekten geändert nach dem und durch den kulturellen Austausch, durch die kulturelle Begegnung zwischen Europäern und Indigenen. Symbole wie Kröten oder Kronen sagen viel über Kulturen aus. Juniorprofessor Björn Ommer entwickelt derzeit ein Bilderkennungsprogramm, das in Zukunft Forschern wie Claudia Brosseder ihre Arbeit erleichtern soll. Wir möchten von der Pixelebene, die man standardmäßig kennt, wenn man Bilder digitalisiert hat, auf eine semantische Ebene kommen, bei dem dem Computer es klar ist, dass Kronen zum Beispiel aus einem Reif und Zacken bestehen und bei dem klar ist, welche Variabilitäten von diesen Kategorien beabsichtigt sind und welche einfach nur Hintergrundrauschen sind und dementsprechend zu vernachlässigen sind. Brücken werden in Heidelberg zwischen unterschiedlichen Fakultäten und Fächern geschlagen, aber auch zu zahlreichen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Ein Beispiel dafür ist die Allianz zwischen der Universität Heidelberg und dem Deutschen Krebsforschungszentrum im Bereich der molekularen Lebenswissenschaften, die im Rahmen des Zukunftskonzepts eingerichtet wurde. Die Kooperation mit dem DKFZ gehört im Labor von Professor Frauke Melchior inzwischen zum Alltag. So this is Maria and Ellen and they are interested in simulation. Auch heute sind wieder Doktoranden vom benachbarten DKFZ herübergekommen. Sie haben bei ihrer Arbeit beobachtet, dass zwei Proteine im Gel mit unerwarteter Größe wandern, was auf eine enzymatische Veränderung hinweisen könnte. Dies ist ein Spezialgebiet der Arbeitsgruppe von Frauke Melchior. Für sie war diese einzigartige Zusammenarbeit mit dem DKFZ ein Grund, nach Heidelberg zu kommen.
Also die Dichte auf dem Neuenheimer Feld insgesamt ist, glaube ich, für die Lebenswissenschaften in Deutschland einzigartig. Die Interaktion, die mit dem DKFZ jetzt entstanden ist, die trägt einfach dazu bei, je öfters man sich wirklich sieht, auch formalisiert sieht, desto öfters hat man die Chance, einfach mitzubekommen, was der andere macht. Und insofern ist das was sehr Besonderes, finde ich. Heidelberg als geistige Lebensform. Dieses Leitbild liegt dem Zukunftskonzept zugrunde und zieht sich wie ein roter Faden durch alle Projekte. Diese Projekte, die allesamt versuchen, Antworten auf die großen Fragen der Menschheit zu finden, bilden den Brückenschlag für die Zukunft der Universität Heidelberg. Zukunft seit 1386.